Überwachungskameras, die selbstständig Alarm schlagen. Kameras, die voraussehen, was passieren wird. Kameras, die Gedanken lesen können. Eine neue Generation hochentwickelter Sicherheitstechnik soll uns schützen vor Terror und Gewalt. Doch wie steht es um Privatsphäre und Menschenwürde? Nimmt die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft wirklich zu? Und kann Technik unsere Welt sicherer machen? In Amsterdam arbeitet der Informatiker Dario Gavrila an einem weltweit einzigartigen Überwachungssystem. An diesem Bahnhof hat er es zum ersten Mal getestet. Sein System soll nicht nur Videos liefern, sondern automatisch Alarm schlagen, wenn sich Menschen auffällig verhalten. Als Schutz vor Gewaltverbrechen und Terrorismus. Das Projekt soll helfen, die Millionen Bilder zu bewältigen, die täglich von Überwachungskameras erfasst werden. All diese Kameras sind installiert, aber es gibt niemanden, der sie sich anschaut, also überspitzt gesagt. Und deswegen gibt es einen sehr hohen Bedarf an intelligente Kameratechnologie, die aus dieser Flut von Daten die Interessanten, die Relevanten quasi extrahiert. Und was relevant ist, das kann in Bezug sein auf Kriminalität oder eben auf Terrorismus. Das Ziel der Forschung, Gewalttäter sollen sich schon vor der Tat durch ihr Verhalten verraten. Zurzeit bringt Gavrila dem Computer bei, wann im Bild Aggression zu sehen ist. Der Rechner kann bereits die Körpersprache mehrerer Menschen gleichzeitig analysieren. In welcher Haltung begegnen sie einander? Wie ist die Position ihrer Arme und Beine? Wird die Situation in einer Prügelei enden? Für die Maschine bedeutet das ungeheure Rechenarbeit. Was Menschen intuitiv erkennen, muss der Computer mit abgespeicherten Verhaltensmustern vergleichen. Es gibt Experten, die die Szene bewerten. Und im Realfall gibt es natürlich nur die Sensordaten, aber diese Abbildung ist dann gelernt und das System schätzt dann selber, wie aggressiv eine Szene ist. Noch sitzen Menschen in den Überwachungszentralen, so wie hier im Fußballstadion von Den Haag. Ein Kollege Gavrilas, der Physiker Martin Hogerforst, bereitet ein Experiment vor. Ein Sensor soll die Augenbewegungen eines Sicherheitsbeamten verfolgen und aufzeichnen. Wie viele Kameras kann er gleichzeitig überwachen? Wann ermüdet er? Eye-Tracking nennt sich diese Versuchsanordnung. Sie führt immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen. Menschen können nur eine sehr begrenzte Zahl von Bildschirmen gleichzeitig im Auge behalten. Nach unseren Studien zwischen 9 und 16 Stück. Mehr ist nicht zu schaffen. Und es gibt noch eine Einschränkung. Niemand kann sich länger als 40 Minuten am Stück auf die Monitore konzentrieren. Dann lässt die Aufmerksamkeit stark nach. Doch in der Praxis muss Sicherheitspersonal oft mehr als 16 Bildschirme im Blick behalten. Und das für 6 bis 12 Stunden. In diesem Kontrollraum können die Bilder von rund 100 Kameras angezeigt werden. Selbst erfahrenes Personal ist damit heillos überfordert. Ein Phänomen, das die Forscher als Videoblindheit bezeichnen. Neue Technologien sollen diese Arbeit leichter und unsere Welt sicherer machen. Der Markt ist riesig. Allein in Deutschland setzt die Sicherheitsbranche mit Technik und Beschäftigten jährlich rund 11 Milliarden Euro. Der Traum aller Überwachungstechniker,
Ein Kamerasystem, das Gewalttäter und Terroristen aus dem Strom der Menschen herausfiltern kann, bevor die Situation gefährlich wird. In Zukunft könnten vernetzte Kameras registrieren, wer sich, zum Beispiel auf einem Flughafen, ungewöhnlich verhält. Ein Terrorist, der einen Anschlag plant, ist nervös und in Eile, so die Überlegung. Macht sich also jeder verdächtig, der ohne Kaffeepause zum Flugsteig eilt oder mehrmals auf die Toilette geht? Wir werden ein System haben, das Abweichungen von normalen Handlungen in eine bestimmte Szene erkennen kann. Und eine Szene, das kann zum Beispiel ein Fußballstadion sein oder es kann ein Bahnhof. Und das normale Verhalten in diese verschiedenen Settings wird einfach anders sein. Und so könnte man unter Umständen auch ein untypisches Verhalten erkennen, was möglicherweise auch ein Terrorist sein könnte. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Computer noch viel lernen. Gavrilas Kollegen spielen dem System immer wieder Handgreiflichkeiten vor. Das Programm ist eines von hunderten Sicherheitsprojekten der Europäischen Union. Bis 2013 stehen für die Entwicklung solcher Technologien rund 1,4 Milliarden Euro bereit. Das Thema Sicherheit hat höchsten Stellenwert. Laten we even naar de resultaten kijken. Wie kompliziert die Arbeit der Forscher sein kann, zeigt diese Szene. Fußballfans jubeln nach einem Sieg. Das System stuft dies als unnormales Verhalten ein und signalisiert Aggression. Es muss die feinen Unterschiede zwischen Gewalt und Freudentaumel noch lernen. Erst dann haben die Programmierer ihr Ziel erreicht. Das perfekte System reagiert sofort, macht keine Erkennungsfehler, also detektiert alle relevanten Vorfälle, gibt keine Falschalarme und ermöglicht in der Szene im Geschehen einzugreifen, sodass es erst gar nicht kommt zu einer Eskalation der Gewalt oder zu einer Ausführung von einer terroristischen Handlung. An der Universität Tübingen beschäftigen sich Wissenschaftler im Auftrag der Bundesregierung mit ethischen Fragen der neuen Sicherheitstechniken. Die Projektleiterin Regina Amicht-Quinn sieht es kritisch, wenn menschliches Verhalten von Maschinen beobachtet und beurteilt wird. Wir definieren, wie ein Mensch sich normal zu verhalten hat. Und wir verlangen von Menschen, normal zu sein oder sich normal zu verhalten. Und setzen damit auch eine gesellschaftliche Entwicklung in Gang, die wir vielleicht nicht haben wollen. Die Forscher in den Niederlanden haben keine moralischen Bedenken. Sie wollen alle Möglichkeiten der Technik ausloten. Intelligente Kameras sollen in Zukunft nicht nur sehen, sondern auch hören können. Die Wissenschaftler erproben ein System, das auffällige Geräusche in einer Menschenmenge wahrnehmen kann. Zum Beispiel Schreie, Schüsse oder zerspringendes Glas. Die Mikrofone sollen im Zusammenspiel mit den Kameras sogar diskriminierende Fangesänge erkennen und die Urheber orten. Denn aggressive Sprechchöre fördern häufig die Entstehung von Gewalt. Okay. Feinabstimmung zwischen Mikrofonen und Empfangsstation. Ja. Danach kann das System präzise erkennen, aus welcher Richtung ein verdächtiges Geräusch kommt. 1, 2, 3. Kaum ein anderes Stadion hat so ausgefeilte Sicherheitstechnik. Jede Bewegung, jeder Laut wird hier erfasst und kontrolliert. Die Mitarbeiter im Kontrollraum können für jeden einzelnen Fanblock ein Geräuschprofil erstellen. Wenn das System ausgereift ist, sollen Kameras und Mikrofone sogar einzelne Personen herauspicken können. Wer Raketen abfeuert oder rassistische Gesänge anstimmt, wird so identifizierbar. Auch beim Kampf gegen Gewaltverbrechen und Terrorismus soll Geräuscherfassung helfen.
Eine nachgestellte Szene. Schusswechsel am Stadioneingang. Das Bild allein lässt nicht genau erkennen, wer geschossen hat. Die Geräuschdetektion bringt Gewissheit. Die Nachfrage wird sicher sehr groß sein, wenn unser System fertig entwickelt ist. Bisher ist der einzige Weg, einfach immer mehr Kameras zu installieren und immer größere Kontrollräume zu bauen. Bis zu einem gewissen Grad hat das auch geholfen. Die Menschen fühlten sich durch die Kameras sicherer und es kam zu weniger Verbrechen. Aber wir kommen an einen Punkt, an dem das immer weniger funktioniert. Mehr Überwachung heißt also nicht automatisch mehr Sicherheit. Zumal so manche Überwachungstechnik noch in den Kinderschuhen steckt. Die Forscher müssen noch mehr Wissen sammeln. Wie kommt es zu Gewalt? An welchen Orten? Wer sind die Verursacher? Immer wieder im Fokus der Fußball und seine Fans. Viele Stadien gleichen Sicherheitstrakten. Jeder einzelne Zuschauer wird sorgfältig kontrolliert. Die Sicherheitskräfte suchen nach Waffen, aber auch nach Leuchtraketen und anderer Pyrotechnik. Der Soziologe Wilhelm Heidmeier beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Bedingungen für die Entstehung von Gewalt. Von seinem Arbeitsplatz sind es nur wenige Schritte zum Stadion. Hier kann Heidmeier hautnah studieren, wie mehrere Faktoren zur Gewaltentstehung in der Fanszene zusammentreffen. Alkohol spielt eine wichtige Rolle und Stärke und Kampfbereitschaft sind in der Gruppe hoch angesehen. Sicherheitsmaßnahmen sind Alltag, auch in den unteren Ligen. Heidmeier beobachtet die unterschiedlichen Fangruppen, von den klassischen Hooligans bis hin zu Rechtsextremen. An der Universität Bielefeld leitet er das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Bei seiner Arbeit profitiert er von den Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Sie helfen ihm bei der Analyse. In welchem Moment schlägt aggressive Stimmung in Gewalt um? Welche Sicherheitsmaßnahme, welche Technik kann helfen? In der Fanszene findet er immer wieder ähnliche Muster. Gewalt beginnt häufig in den Fankurven. Dort stehen die Menschen dicht gedrängt. In der Masse reagieren sie viel emotionaler als allein. Im Guten wie im Schlechten. Fans gegnerischer Mannschaften tun alles, um sich voneinander abzugrenzen. Zum einen ist der Fußballsport natürlich auf Konkurrenz, auf Sieg-Niederlage und auch auf Aggressivität eingestimmt. Aggressivität gilt als positiver Wert. Das zweite ist, dass wir es mit homogenen Gruppen zu tun haben. Und Homogenität ist gewaltanfällig. Dort schaukeln sich Dinge auf. Es gibt keine Widerworte sozusagen. Und besonders, wenn es auch noch richtige Einpeitscher gibt. Die Einpeitscher dirigieren die Fangesänge, die meist dem Gegner gelten. Wilhelm Heidmeier findet diese Sprechchöre besonders gefährlich. Sie dienen dazu, die gegnerischen Fans abzuwerten. Häufig hört der Forscher Parolen, die sich gegen Minderheiten richten, etwa Behinderte oder Homosexuelle. Für Sicherheitskräfte noch kein Grund einzugreifen. Verbale Gewalt ist trotzdem ein Problem. Sie sorgt dafür, dass Aggression gegen gesellschaftliche Minderheiten als etwas Normales gilt. Das ist ein besonderes Phänomen, dass diese abwertenden Gesänge nur im Fußballstadion ohne Sanktionen gesungen werden können. Nicht sonst in der Gesellschaft, aber das Fußballstadion. Heidmeier analysiert nicht nur Gewaltausbrüche unter Fans. Er beobachtet auch Gewalttaten gegen Beamte und Ordnungshüter.
Die Zahl der Angriffe gegen Polizisten ist in letzter Zeit stark angestiegen. Jede Polizeistreife muss auf Einsätze wie diesen vorbereitet sein. Halt's Maul, du Hurensohn! Halt's Maul, du Missgeburt, Alter! Halt's Maul, du... Seh ich dich ohne deine Uniform, ich schwöre es dir, ich massakriere dich, du Kleiner! Es kommt vor, dass ganze Familienclans auf Polizisten einprügeln. Hier suchen die Beamten nach einem Mann, der sich nicht in Deutschland aufhalten darf. Blitzartig entlädt sich die aggressive Stimmung. Es ist so, dass bestimmte Normen nicht mehr selbstverständlich sind, sondern Normen müssen ausgehandelt werden. Das bedeutet aber, dass man einen erhöhten Kommunikationsaufwand betreiben muss, was gilt nicht. Es ist nicht nur die Polizei, die mit Aggressivität angegangen wird. Fragen Sie Busfahrer, fragen Sie Ärzte in Notaufnahmestellen in Krankenhäusern oder fragen Sie Angestellte von Arbeitsagenturen. Und man muss sich darauf einstellen, dass diese Aggressivität wohl zunehmen wird. Und noch eine Form der Gewalt hat zugenommen. Schläge und Tritte gegen wehrlose Unbekannte. Hier dokumentiert von Überwachungskameras in einer Berliner U-Bahn-Station. Wer dabei zum Opfer wird, ist reiner Zufall. Die Täter wissen genau, dass sie lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Sie schlagen und treten trotzdem zu. Wilhelm Heidmeier hat für das Geschehen nur eine Erklärung. Die Gewalttäter streben ein Gefühl der Überlegenheit an. Sie fühlen sich im Alltag häufig unterlegen, finden kaum Anerkennung in Gesellschaft und Familie. Eine Gruppe junger Männer prügelt in der Straßenbahn auf einen einzelnen Fahrgast ein. Die Schläger, das zeigen Heidmeiers Studien, haben in ihrer Erziehung häufig selbst Gewalt erlebt und nie gelernt, Empathie mit ihren Mitmenschen zu empfinden. Die Täter sind dann nur noch dem Gefühl der Gewalt ausgeliefert. Es, nach dem Motto, es ist nicht so, dass du mein Feind bist, sondern es ist geil, gewalttätig zu sein. Es ist die Gewalt, das Gefühl der Gewalt selbst. Überwachungskameras fangen solche Szenen ein. Doch verhindern kann Sicherheitstechnik die Taten bislang nicht. Sie sorgt lediglich für mehr gefühlte Sicherheit. Die Forscher des Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe bauen auf diesen psychologischen Effekt. Eine Kamera, die sich selbstständig stabilisiert und hochauflösende Bilder durch ein Glasfaserkabel schickt. Diesen an ihrem Institut entwickelten Späher wollen die Wissenschaftler heute testen. Ein Zwischending aus Drachen- und Heliumballon bringt die Spezialkamera an ihren Einsatzort. Hoch über den Köpfen der Menschen, zu deren Schutz sie beitragen soll. Es ist das Publikum eines alljährlich stattfindenden Musikfestivals. Für die Karlsruhe heißt es einfach nur das Fest. Wer heute eine Großveranstaltung besucht, ist an umfassende Überwachung gewöhnt. Dass damit nicht automatisch die Sicherheit steigt, hat die Tragödie von Duisburg 2010 gezeigt. Das Besondere am Projekt der Karlsruher Forscher, sie steuern Aufklärungs- und Miniaturfluggeräte im Sensorverbund. In der Bodenstation führt das System die Daten gleich mehrerer fliegender Kameraaugen zusammen. Es kann eigentlich für sehr viele verschiedene Szenarien eingesetzt werden, zum Beispiel für den Schutz von Liegenschaften, aber eben auch im Fall von
von Gefahrensituationen, die relativ plötzlich auftreten, also nicht vorhersehbar sind in ihrem Auftreten. Wenn irgendwo eine Bombe gezündet wird, können wir relativ schnell mit diesem System ein Gesamtsicherheitssystem aufbauen, um ein Gebiet einfach abzudecken. Im Smart Control Room laufen die Fäden zusammen, wenn es ernst wird. Was im Spielfilm Minority Report noch Science Fiction war, entwickeln Jürgen Geißler und sein Team derzeit bis zur Praxisreife. Der Raum ist ein elektronisches Lagezentrum. Doch hier müssen nicht Dutzende Monitore beobachtet werden. Vielmehr stehen die Überwacher selbst unter Kamerabeobachtung. Jeder Mitarbeiter muss sich mittels Gesichtserkennung identifizieren lassen. Er erhält sein persönliches Werkzeugrad und kann sogar aufwendige Großeinsätze mit wenigen Handbewegungen steuern. Selbst wenn er etwas übersieht, der mitdenkende Raum bemerkt es. Die Intelligenz dieses Raums besteht darin, das zu wissen oder zu ahnen, weil sie sieht, diese Person hat da noch gar nicht drauf geguckt. Und ihm dann wie so ein unauffälliger Gehilfe dann diese noch nicht beachtete Information in den Sichtbereich zu schieben und ihm zeigen, da musst du noch mal drauf gucken, das ist wichtig. Auch die Bilder aus der Ballonperspektive sind abrufbar und tragen zur Lagebeurteilung bei. Am späten Nachmittag ist die Zahl der Festivalbesucher noch überschaubar. Die Polizei und alle, die für die Sicherheit verantwortlich sind, rüsten sich für den großen Besucherandrang am Abend. Das Fraunhofer-Team testet ein weiteres fliegendes Auge. Der Quadrocopter kann alles im Blick halten, was von der Übersichtskamera nicht erfasst wird. Der Polizei bieten sich damit ungeahnte Möglichkeiten. In Frankreich und Großbritannien werden Drohnen wie diese schon zur Verbrecherjagd eingesetzt. Hierzulande sind die Behörden zurückhaltender, denn das fliegende Auge kann nach Belieben Bilder und Daten sammeln, ohne bemerkt zu werden. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich eine Überwachung oder eine Kontrolle, die ohne Wissen der überwachten oder kontrollierten Personen passiert, nicht mit einer freiheitlichen Grundordnung in einer Demokratie vereinbar ist. Eine Demokratie lebt als Bürgergesellschaft und nicht als Überwachungsstaat. Was hat mehr Gewicht? Verbrechensbekämpfung oder Wahrung der Freiheitsrechte? Jede neue Überwachungstechnik muss sich dieser Frage stellen. Die Fraunhofer-Forscher setzen dabei auf Beispiele aus der Praxis. Ein mutmaßlicher Bombenleger, beobachtet durch das Auge der Flugdrohne. Im Kontrollraum werden verschiedene Szenarien durchgespielt. Kommt es zu einer Explosion des Sprengkörpers, so kann der Einsatz der Rettungskräfte vom digitalen Lagezentrum aus koordiniert werden. Es wird dann zur gemeinsamen Schaltzentrale von Feuerwehr, Notdienst und Polizei. Doch was, wenn nur der Verdacht besteht, dass der Täter Sprengstoff deponiert hat? Bombenalarm. Ein Fall für die Bodentruppen in der sogenannten Systemkette Sicherheit. Mit seiner Videokamera kann der Roboter Nahaufnahmen vom Tatort übertragen. Auf seiner Plattform lässt sich aber auch ein Sprengstoffsensor installieren. Im Ernstfall würden die Besucher natürlich evakuiert. Den Probelauf der Technik gegen Gewalt und Terror sehen die Veranstalter des Festivals als Werbung. Sicherheit ist uns wichtig, so die Botschaft. Doch macht komplexe Technologie unser Leben automatisch sicherer? Gerade für die Terrorismusbekämpfung sei das schwierig zu beantworten, sagt Martin Kahl vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Die meisten Anschläge seien das Werk von Einzeltätern, die vorher nie aufgefallen sind.
Diese Art von Terror sei kaum zu verhindern. Und ich habe auch meine Zweifel, ob man auch mit dem größten Technologieeinsatz absolut die Sicherheit herstellen kann. Es wird immer wieder Akteure geben, die in der Lage sind, ihre technologischen Vorrichtungen zu überwinden, sich was einfallen zu lassen, dann doch einen Anschlag zu verüben. Der 11. September 2001 hat aber genau diesen Wunsch geweckt. Absolute Sicherheit. Dass die Attentäter alle Kontrollen problemlos durchschreiten konnten, war ein Schock. Flugreisende werden heute schärfer denn je kontrolliert, besonders in den USA. Die sogenannten Nacktscanner sind gefürchtet. Die verwendeten Röntgenstrahlen sorgen immer wieder für Proteste. Hinzu kommt, dass viele Passagiere die schonungslose Durchleuchtung als entwürdigend empfinden. Das Gleiche gilt für die rigorosen Leibesvisitationen. In Deutschland wurden die neuartigen Scanner 10 Monate lang am Hamburger Flughafen getestet. Die Passagiere werden dabei mit elektromagnetischen Millimeterwellen bestrahlt. Gesundheitliche Bedenken bleiben. Ein Fortschritt aus Sicht der Persönlichkeitsrechte. Der Bildschirm zeigt kein anatomisches Abbild der gescannten Person, sondern ein neutrales Piktogramm. Doch bei dem Testlauf treten viele Fehler auf. Der Scanner schlägt sogar bei Schweißflecken Alarm. Seine Einführung ist bis auf Weiteres verschoben. Das Institut für photonische Technologien in Jena. In diesem Labor entsteht das Kernstück einer völlig neuen Generation von Körperscannern. Ein Sensor, der selbst extrem schwache Wärmestrahlung, sogenannte Terahertzwellen, registrieren kann. Gefördert wird das Projekt vom Bundesforschungsministerium. Ursprünglich wurde der hochsensible Sensor entwickelt, um kosmische Strahlung zu messen. Doch er kann auch das Wärmebild eines Menschen registrieren. Nach der Belichtung werden die Wafer in die Entwicklungsflüssigkeit getaucht. Hier werden die ultraempfindlichen Sensoren schnell sichtbar. Der Physiker Thorsten May hatte die Idee, mit dieser noch jungen Technologie einen besonders diskret arbeitenden Körperscanner zu entwickeln. Sorgfältig prüft er, ob im Reinraum sauber gearbeitet wurde. Mit der Qualität der Chips steht und fällt der Erfolg seiner Terahertz-Kamera. Die Sensoren stellen das Herzstück unserer Kamera dar. Wir haben diese Sensoren ursprünglich noch für 4 schwächere Signale, nämlich radioastronomische Signale, entwickelt. Und das ist genau das, was uns hier auszeichnet, denn solche Technologie existiert in Europa unseres Wissens an keiner anderen Stelle. Am Flughafen Erfurt-Weimar möchte Thorsten May seinen Scanner heute unter realen Bedingungen testen. Letzte Feinjustierung des Kameraobjektivs, das die Wärmebilder einfangen soll. Eigene Strahlung sendet das Gerät nicht aus, es ist daher gesundheitlich unbedenklich. Die Sensoren hinter dem weißen Sichtglas sind so empfindlich, dass ihnen die Wärmestrahlung genügt, die von der menschlichen Haut abgegeben wird. Allerdings funktionieren die Sensoren nur bei minus 272 Grad. Schon 8 Stunden vor jedem Einsatz muss das Kühlsystem gestartet werden. Doch dann leistet der Detektor Erstaunliches. Selbst in mehr als 10 Metern Entfernung hebt sich ein menschlicher Körper deutlich von der Umgebung ab. Ein Scanner, der ohne Schleuse oder Kabine auskommt. Nun die Bewährungsprobe. Wie gut gelingt es der Terahertz-Kamera, Waffen und andere gefährliche Objekte aufzuspüren? Ein Messer aus Keramik, Plastiksprengstoff oder eine Kunststoffpistole. Mit herkömmlichen Metalldetektoren sind solche Waffen kaum zu entdecken. Doch die Objekte blockieren die Wärmestrahlung des menschlichen Körpers, so hat Thorsten May festgestellt. Kleidung dagegen lässt die Strahlung durch.
Anatomische Details sind auf dem Wärmebild kaum auszumachen. Anders als bei den viel kritisierten Nacktscannern. Ein Objekt unter der Kleidung zu verstecken, ist nahezu unmöglich. Noch ist der Bildausschnitt auf 1,20 Meter beschränkt. Meist Ziel ist es, die ganze Person zu erfassen und die Bildauflösung zu verbessern. Man kann sich perspektivisch natürlich vorstellen, dass die Person, die untersucht wird, quasi vorbeiläuft und im Vorbeigehen abgebildet wird und sich also diese Sicherheitskontrolle für die Person wesentlich angenehmer und auch für den Sicherheitsbeamten wesentlich effizienter gestaltet. Und das ist sicherlich auch eine Anforderung für die Flughäfen der Zukunft, noch größere Passagiermengen in noch kürzerer Zeit abzufertigen. Diese beiläufige Kontrolle ist natürlich auch für Flughafenbetreiber ein großer Vorteil. Ja? Es geht schneller und Menschen werden nicht belästigt. Eine der großen Voraussetzungen wird sein, dass die Information gegeben wird, dass man kontrolliert wird. Ohne Information halte ich es nicht für akzeptabel. Doch was ist, wenn Terroristen ihre Waffen oder den Sprengstoff gar nicht am Körper tragen, sondern beispielsweise in einer Tasche, die sie einfach irgendwo stehen lassen können? So wie 2006 die Kölner Kofferbomber, deren geplante Anschläge auf zwei Regionalzüge misslangen, weil die Bomben nicht zündeten. Das Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik in Freiburg. Hier arbeiten Frank Fuchs und sein Team an einer Technik, die Sprengstoff zuverlässig aufspüren soll. Das Werkzeug dafür ist ein Laser, der über einen großen Spektralbereich die Farbe ändern kann. Ein Viertel des Infrarotbereichs können die Forscher so bereits abdecken. In diesem Teil des Infrarotspektrums liegen auch die charakteristischen Farben von Sprengstoffen. Werden selbst winzige Sprengstoffreste mit dem Laser angestrahlt, so wird diese spektrale Signatur sichtbar. Fingerabdrücke mit gefährlichen Substanzen lassen sich nämlich nicht so leicht beseitigen. Wer mit größeren Mengen von Explosivstoffen hantiert, vor allem sagen wir mal in diesem improvisierten Bereich, wenn er nicht gerade Reinraumtechniken anwendet, ja, dann kontaminiert er sich und seine Umgebung, Türgriffe, Koffergriffe, all sowas. Da bleiben Spuren dran. Diese Spuren, zum Beispiel bei TNT, bleiben über ein halbes Jahr bestehen. Wie funktioniert die Sprengstoffsuche in der Praxis? Mit dem Laser allein ist es nicht getan. Das zurückgestreute Licht muss eingefangen und untersucht werden. Kai Degreif vom Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik hat dafür ein Gerät entwickelt. Die integrierte Kamera nimmt Infrarotbilder des Untersuchungsobjekts auf. Währenddessen spielt der Laser unterschiedliche Wellenlängen durch. Eine Software, die Degreif entwickelt hat, sucht nach Mustern der Sprengstoffsignatur. Den Griff dieses Koffers haben die Wissenschaftler präpariert. Mit einem Fingerabdruck aus PETN, einem Plastiksprengstoff. So wie ihn auch ein Attentäter hinterlassen würde. In ein Gepäckstück hineinschauen können die Wissenschaftler nicht. Doch bei Kofferbomben sind außen fast immer Spuren des Explosivstoffs vorhanden. Entscheidend ist, verdächtige Objekte müssen nicht mehr unter Lebensgefahr aus nächster Nähe auf Sprengstoffspuren untersucht werden. Das Fernziel der Forscher, sogar bewegte Objekte kontrollieren zu können. Zum Beispiel Koffer auf Gepäckförderbändern. Die Signatur des explosiven PETN ist sofort deutlich zu erkennen. Wir haben jetzt ein Stadium erreicht, dass wir also einen, sagen wir mal, relativ gewöhnlichen Fingerabdruck verhältnismäßig zuverlässig messen können. Ob wir jemals so empfindlich werden wie jetzt der Hund mit seiner Schnüffelnase, das steht noch in den Sternen. Aber den Hund im Vorteil haben wir, dass wir sozusagen nicht mit der Nase ran müssen. Wir können eben aus der Distanz messen.
Geräte wie der Sprengstoffdetektor oder der Terahertz-Körperscanner sind teuer und können auch nicht jeden Quadratmeter öffentlichen Raums überwachen. Und Terroristen suchen immer nach Wegen, neue Technologien zu überlisten. Experten fordern, bei der Personenkontrolle nicht nur den Maschinen zu vertrauen, sondern wieder viel mehr der Menschenkenntnis. Natürlich hat der geschulte Sicherheitsbeamte am Counter oder an der Eingangsschleuse so ein Gefühl, wer verhält sich auf ungewohnte Art und Weise. Das sind natürlich auch oft nur so Verdachtsmomente. Aber ich glaube, dass da auch die Trefferquote nicht geringer ist als bei technologischen Überwachungssystemen, wenn nicht sogar höher. Sind Sicherheits- und Zollbeamte klüger als jeder Scanner? Können sie Menschen mit bösen Absichten erkennen? Angesichts der Masse von Reisenden scheint diese Aufgabe schier unlösbar zu sein. Schon die Identifikation eines Menschen anhand seines Passfotos stellt die Beamten vor Probleme. Menschen verändern sich manchmal sehr in den Jahren, die ihr Pass gültig ist. Und Mitglieder derselben Familie können sich recht ähnlich sehen. Am Flughafen Nürnberg. Ein aufschlussreiches Experiment. Der Wahrnehmungspsychologe Klaus-Christian Carbon will herausfinden, wie gut ein Bundespolizist Menschen einer ihm fremden Ethnie unterscheiden kann. Okay, alles klar. Schönen Aufenthalt. Tschüss. Der Test zeigt ein Phänomen, das als Cross-Race-Effekt bekannt ist. Aus der subjektiven Sicht des Beamten sehen die Frauen mit chinesischen Wurzeln einander sehr ähnlich. 9, 11, 26. Dieser Effekt gilt auch umgekehrt, zum Beispiel wenn Asiaten Europäer auseinanderhalten müssen. Wer ist die junge Frau auf dem Passfoto? Ein Chinese würde sich über diese Frage wundern. Der deutsche Beamte hat es schwerer. Hier die Auflösung. Damit sich Terroristen diesen Effekt nicht zunutze machen, müssten die Beamten intensiv ausgebildet werden, fordert Klaus-Christian Carbon. Es gelte, Sinne zu schärfen, die kein Scanner je besitzen wird. Es gibt die Evolution der Gesichtserkennung, der Emotionserkennung. Und die ist Zehntausende von Jahren alt, Hunderttausende von Jahren alt, wo wir tatsächlich Programme entwickelt haben als Menschen, die nicht so einfach zu überlisten sind. Vor allem dann, wenn wir es schaffen, diese Personen, die in sicherheitsrelevanten Bereichen tätig sind, tatsächlich weiter zu schulen, konsequent zu trainieren mit Tools, die wir als wissenschaftlich wirklich wertvoll erachten können. Eine typische Personenkontrolle nachgestellt für die Wissenschaft. Passbild und Person stimmen eindeutig überein. Doch das Erscheinungsbild eines Menschen lässt sich leicht verändern. So maskiert würde er sicher sofort Verdacht erregen. Nur wenn große Partien des Gesichts oder markante Stellen wie Haaransatz oder Ohren zu sehen sind, lässt sich eine Übereinstimmung feststellen. Klaus-Christian Carbon erklärt den Beamten, was das für ihre tägliche Arbeit bedeutet. Mundpartie schauen, auf die Augenpartie ist es. Ungewohnter Kopfschmuck zum Beispiel kann von der Identität einer Person stark ablenken. Der Mann rechts im Bild ist mit einem der Turbanträger identisch. Der Polizist bemerkt es nicht. Er hält die beiden Männer mit Turban füreinander viel ähnlicher. Wir nennen das ja Paraphernalium, dass wir das dann verändern. Der umgekehrte Effekt stellt sich bei dieser jungen Frau ein. Sie hat ihr Aussehen mit einfachen Mitteln radikal verändert. Alle Bilder zeigen dieselbe Person. Noch schwieriger ist die Arbeit der Zollbeamten. Für sie genügt es nicht, die Identität eines Menschen zu prüfen. Im Idealfall lesen sie in Gesichtern sogar Absichten und Gefühle. Eine Herausforderung gerade bei Reisenden, deren Wurzeln nicht in Europa liegen. Ein weiterer Versuch aus der Verhaltenspsychologie. Erkennt der Zollbeamte die Nervosität der Schmugglerin?
In den USA ist das sogar ein eigener Beruf. Sicherheitspersonal wird darin geschult, auf kleinste Regungen in der Mimik von Einreisenden zu achten. Aber das ist viel schwieriger, wenn es um Gesichter fremder Ethnien geht. Auch Emotionserkennung lässt sich erlernen, sagt Klaus-Christian Carbon. Mit einer eigens entwickelten Software testet der Zollbeamte, wie gut er die Mimik von Chinesen entschlüsseln kann. Ja, sehr gut. Erstellt wurde das Programm von dem Psychologen Ansgar Bittermann. In China filmte er 160 Menschen und ihre Gefühlsregungen. Was meinen Sie, was das ist? Ist das Ärgerlichkeit, ist das Ängstlichkeit? Ist er einfach nur müde vom Flug? Ich würde sagen Ängstlichkeit. Okay. Die Aufgabe ist für den Beamten schwieriger als gedacht. Manchmal tippt er einfach und hat Glück. Durch Üben steige die Trefferquote von gut 20 auf fast 90%, sagen die Wissenschaftler. Doch bislang spielt Emotionserkennung bei der Schulung der Beamten kaum eine Rolle. Ein unerschlossenes Potenzial beim Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität? Hierzulande setzen Staat und Wirtschaft eher auf ausgefeilte Technologien als auf Menschenkenntnis. Wird ein Aufrüsten der Sicherheitstechnik wirklich zu mehr Sicherheit führen? Sicherheitstechnologie kann sicherlich für einige Bereiche die Sicherheit erhöhen. Eine durchgängige Sicherheit werden sie aber für eine Gesellschaft niemals herstellen können, es sei denn, sie überwachen sie total. Das ist aber etwas, was man nicht wünschen kann. Und es wird wohl auch nicht möglich sein. Denn viele Gewalttäter lassen sich von Überwachungstechnik nicht aufhalten. Man muss einfach sehen, dass auch Kameras als Sicherheitsinstrument an vielen Stellen überhaupt nicht mehr funktionieren. Das gilt auch übrigens für die Riots, etwa in Großbritannien oder in Frankreich. In Großbritannien, wo an jeder Ecke 5 Kameras stehen. Aber wenn die Situation, Eskalationssituation da ist, nutzen die im Grunde auch nichts mehr. Die lassen sich von nichts aufhalten dann. Und da brechen dann diese Dämme. Die Kamerabilder helfen dann höchstens bei der Verfolgung der Täter. Der Preis dafür: täglich werden Millionen Menschen grundlos beobachtet. Jeder steht erst einmal unter Generalverdacht. Ein Verstoß gegen Menschenwürde und Bürgerrechte, meint die Ethikerin Regina Amicht-Quinn. Die Frage, die wir stellen mit zunehmender Herstellung von Sicherheit, ist, dass wir sowas wie eine moralische Achtsamkeit brauchen in jedem einzelnen Punkt, wo Sicherheit hergestellt wird. Weil es sein kann, dass durch die Herstellung von Sicherheit sich eine Gesellschaft so verändert, dass sie dann nicht mehr die Gesellschaft ist, die wir eigentlich sichern und schützen wollten.